Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Episode von Control. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. In der letzten Episode, ja, waren wir eher so Fungusvernichter, Pflanzenflüsterer und so weiter. Was wir jetzt machen, ganz ehrlich, wir machen Missionen eigentlich. Wir machen verdammt nochmal Missionen. Und schauen eigentlich, dass wir ein wenig weiterkommen. Will ich mal behaupten. Ein wenig weiterkommen. Ja, weg mit dem Zeug. Gut ist. Sonst. Will ich mal sagen. Ah, na. Sorry. Da wollte ich ja. Cartman kann ich noch nicht. Könnte ich mal machen, aber ich glaube, ich mache einen Kühlschrankdienst wieder. Oh, ich habe ja eigentlich noch 6 Fähigkeitspunkte. Verlängertes Schweben. Ich würde sogar wirklich hier in Schweben investieren. Ja. Ein wenig extra schweben. Und dann gönnen wir uns jetzt mal diese Elite Verwahrung. Panoptikon. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das war sogar hier, oder? Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja, der arme Typ, der den Kühlschrank ansieht und dann stirbt er doch. Und das so lang. Und das nachdem er so lange eigentlich diesen Kack-Kühlschrank angestarrt hat. Eigentlich voll die Verschwendung, wenn man so denkt. Aber naja. Es sollte nicht sein, ne? Ich glaube, es war nicht hier. Ich glaube, es war eins weiter unten, ja. Ja, schade. Schade, das heißt, ich muss eins weiter runter. Zu Numero 3. Bin ich jetzt nicht cool? Ja. Ist einfach ein zweiter runter, ne? Ach, komm schon. Jedes Kack mal. Müsst ihr hier alle auftauchen. Jedes Mal müsst ihr mir das Leben schwer machen. Ja. Nee, heute habe ich irgendwie keinen Bock auf euch. Ah, da ist er eigentlich. Ja, hallo, ich. Jesse! Bin wieder da. Ich komme rein. Danke. Danke. Tja, du armer Tropf. Jesse, der Kühlschrank ist... Philipp?
Tja, Philipp. Wenn ich wegsehe, tut er mir weh. Jetzt kommt ja dieses kackfette Ding. Moment, hier ist keine schwarze Pyramide. Tja, das war's. Der Kühlschrank scheint wieder okay. Liegt es am Kampf gegen dieses Ding? Ja, der den Typ hat's umgehauen. So, ich soll wieder mit Langston reden. So, diesmal ist das sogar ziemlich gut gelaufen. Ich denke, wie stark ich gegen ihn kämpfen musste das letzte Mal. Und ich habe eigentlich, tja, nicht wirklich gewonnen. Für das war es jetzt eigentlich ziemlich gut. Ja, komm. Langston, mein alter Freund. Was ist passiert? Wo ist Philipp? Tot. Etwas ist passiert, bevor ich ihn rausholen konnte. Puh, armer Philipp. Er hat den Kühlschrankdienst nie gemocht. Aber wenn Sie hier sind, wer beobachtet dann den Kühlschrank? Niemand. Ich habe den Kühlschrank repariert. Solche Dinge repariert man doch nicht einfach. Was haben Sie getan? Ich habe ihn berührt. Und war plötzlich in der Astralebene. Da war dieses riesige Ding. Es hatte ein großes Auge und war feindselig. Die Astralnauten haben von etwas berichtet, auf das diese Beschreibung passt. Die Astralebene ist aber gewöhnlich über Objekte der Macht mit unserer Welt verbunden, nicht über gewandelte Objekte. Wenn sich das Ding mit gewandelten Objekten verbindet, ist es echt mächtig. Könnte sich wiederholen. Denken Sie, dieses Ding hat Philipp erwischt? Muss so sein. Das Panoptikon ist ein gefährlicher Ort. Die Agenten kennen das Risiko. Aber da Sie einen Draht zu gewandelten Objekten haben, könnten Sie sich noch um einige andere kümmern. Nein. Die Zischer sorgen überall für Isolationslecks. Hier, fangen Sie damit an. Ich schaue mich um, ob andere fehlen, während Sie weg sind. Mein Leben wurde gerade um einiges leichter. Bis später, Langston. Ich bin hier, wie immer. Ja, das Gefühl habe ich auch. So, ich habe hier so ein paar Dinge bekommen, was ich gesehen habe. Kopfschussschaden. Jedenfalls, da haben wir ja wieder eine neue Mission bekommen. Langston Ausreißer. So, ich glaube, das machen wir gleich. Säubere und isoliere den japanischen Papierlampion. Säubere und isoliere die Ampel, den Handstuhl. Fliegende Briefe, okay. So, Langston, was hast du für mich? Wie geht's, Ma'am? Wie läuft die Reparatur des Kühlschranks? Ach so. Bis später, Langston.
Ich bin hier, wie immer. Ja, das Gefühl habe ich auch längst. Oh. Hier, verwahren Säuberung, isoliere die Amper. Die sind Panoptikon. Ja, Frage nur wo, ne? Floor 1 und da gibt es ja noch ein paar. Da sehen wir uns mal um. Ah, komm schon. Also ich will gar nicht wissen, was hier geht. Ach ja, schön. Schön, schön, schön. Hey. Dude. Alter, weg mit dir, Junge. So, weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir, Junge. So, danke, 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 vielen Dank. Endlich seid ihr weg, Mann. So, die Amper. Sieht nach dem Postkasten aus. Amper. Nösen. Die Lato hier. Was ist das? So, das Spielzeughammer. Warte, wie, wo kann ich da hin? Na, Ebene 4 oder... Ebene 2 müsste ich sozusagen rauffliegen. Okay. Das wird ja wohl nicht so stressig sein. Ja, komm schon. Natürlich. Okay, das kann wahrscheinlich mir sehr weiterhelfen. Ja, perfekt. So, da bin ich bei Ebene 2. So, was haben wir hier alles? Oh, da gibt's noch ne Archiv. Okay. Ach Gott, es sieht ja schon toll aus. Sehr schön, das Archiv. Wo irgendwie nur Tode rumliegen. Das ist natürlich besonders toll. Sehen wir mal, Archiv war ich jedenfalls noch nicht. Daher.
sehe ich mich mal um. Kann nie schaden, sich umzusehen. Aber ich frage mich eigentlich, was hier genau los ist. Komm doch her, Junge. So, dann muss ich ein paar Modifikationen wegwerfen. Ja, ja, das werfe ich alles weg, ganz ehrlich. Gut, danke. Danke, danke. Ich sehe mich mal um. Alter. Was? Jetzt kommst du rauf. Ja, noch besser, ne? So, weg, 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 weg. Alter, was? Wo kommt ihr alle her, Mann? Gut. Archiv. Was geht hier so ab? Irgendwie sehe ich nichts Neues, Interessantes für mich. Da ist bestimmt irgendetwas. Okay. Das sah ich eigentlich. Nichts. Oh, den Typen hat's erwischt. Oh, da hier ist eine Kiste. Die nehme ich mal mit. Sonst eigentlich. So.
sonst eigentlich hier nichts Wildes. Da haben wir was. Sammelobjekte. Nee, das war's nicht. Fallakten. Da. Lesen. Kühlschrank habe ich. Wagenprozedere. Prozedere. Ja, egal. Ich hab's mal aufgehoben. Da ist noch eine Kiste. Was haben wir da bekommen? Oh, ja, okay. So. Dieses Teil kommt gleich bestimmt drauf. Geh ich mal erstmal hier rein. Seh mich mal um, was wir hier so haben. Und hier ist wenigstens viele Materialien. Ah. So. Schöner versteckter Ort. Mit zwei extra Kisten. Nice. Hat dieses Archiv ein schönes Loch. Ich glaube, das ist noch unter mir unterwegs. Ja, natürlich, was sonst? Damit. So, hier ist auch alles ein wenig anders. Was haben wir hier? So. Vorschlag Panoptikon-Methoden. Zusammenfassung. In diesem Vorschlag möchte ich auf das Problem der Isolationsrichtlinie eingehen. Wenn ein gewandeltes Objekt in das älteste Haus kommt, untersuchen wir gründlich alle möglichen Kombinationen von Aktionen oder Wörtern oder Materialien, die verhindert, dass das Objekt seinen gewandelten Effekt anwendet. Ich habe jedoch jeden Tag mit diesem Wesen und habe guten Grund anzunehmen, dass es eine weniger komplizierte Form der Isolation gibt. Die Objekte gehen nach was auch immer. Würden wir eine Reihe von was auch immer initiieren, die Objekte lobt oder vielleicht ihre Bilder in Stücke von was auch immer einbauen, die in der Behörde besucht werden könnten, dann bin ich überzeugt, dass sich die gewandelten Objekte auch ohne was auch immer oder was auch immer benehmen würden. Dadurch fühlten sie sich nur falsch behandelt. Wir können nicht überrascht sein, dass sie zu entkommen und versuchen, wenn wir sie wie Verbrecher behandeln. Ja, das macht irgendwie Sinn, ne? So, verhaltensauffällige gewandelte Objekte. In letzter Zeit gab es alarmierende Änderungen bezüglich des Verhaltens sowie der gewandten Eigenschaft von zwei gewandten Objekten im Panoptikon. Die was auch immer und der was auch immer sind sehr viel aggressiver geworden und legen ohne ersichtlichen Grund neue Eigenschaften an den Tag. Es wurden angepasste Isolationsmaßnahmen als Gegenwirkung für diese neuen Eigenschaften untersucht. Ein Objekt konnte durch kontinuierlichen visuellen Kontakt eingeschränkt werden. Doch diese Entwicklung ist problematisch. Was, wenn alle gewandten Objekte diese Verhaltensänderung durchlaufen? Wir müssen herausfinden, was der Auslöser ist und wie sie sich verändert. Der Umgang mit diesen gewandelten Objekten hat bei zahlreichen Panoptikon-Mitarbeitern zudem zu was auch immer geführt. Ich würde behaupten, dass sie in der Astralebene geschickt wurden,
Doch es handelt sich hierbei nicht um Objekte der Macht. Nicht einer ist zurückgekommen. Diese Neuentwicklung sowie die ansteigende Zahl an Astralnauten, die nicht von ihren Tauchgängen zurückkommen, werfen die Fragen auf, was zum Teufel vor sich geht. Untersucht das jemand? Gibt es einen Plan? Vorstellungen, Bericht in Akte, was auch immer. Tja, Pläne. Na, hier war eigentlich nicht viel los. Das Teil ist wahrscheinlich gleich hier draußen, oder? Ah, nicht schon wieder diese Teile. Die sehen so creepy aus, Mann. Sieht ganz sicher aus. Esel im All! Warte, der ist nicht mal angeschlossen. Okay. Ja, ich finde die einfach nur creepy. Was soll ich dazu sagen? Ich finde die einfach nur creepy. Die sind einfach nur creepy. Ich weiß nicht. Ach, einfach nur ekelhaft sind die, ich weiß nicht. Aber gut. Jetzt habe ich mir alles angesehen als... So, da haben wir wieder... die Toilette. Nein, es in der Toilette muss es ihm das geben, wie immer. Ja, was? Nichts in der Toilette? Was ist denn hier los? War auch schon mal cooler. Ja. Okay, da habe ich noch eine Tür. Aber irgendwo gab es noch eine Tür. Ich glaube, eine, die verschlossen war. Wo war die denn? Ah, hier. Ah. Der genaue Prozess der Geburt eines gewandelten Objekts ist... unbekannt. Sie entstehen als Folge gewandelter Weltereignisse. Sie haben die Form alltäglicher Objekte überall um uns. Ständig in den Gedanken von Millionen Menschen.
nun jedoch erfüllt mit rätselhafter Energie. Verwandelt. Abergläubische würden sagen, verhext. So. Besitzen gewandelte Objekte Empfindungen. Nicht ganz. Eher fixiert, programmiert fast, dieselben Ereignisse immer wieder aufs Neue auszulösen. Allgemein schwächer als Objekte der Macht bleiben sie dennoch unbeherrschbar. Ungesichert können sie sehr gefährlich werden. Um sie zu studieren, sperren wir sie ein. Im Panoptikon. Na, Dr. Daring, der Typ hat sowas von Dreck am Stecken, ich wette es. Der ist bestimmt nicht ganz koscher, 100 pro nicht. Da bin ich mir sowas von sicher. Ja, noch mehr von euch. Da war ich wahrscheinlich. Und oben war ich auch überall, das heißt... Oh, noch mehr, Mann. Mehr Fächer, Alter. Weg mit dem Zeug, ganz ehrlich. Komm doch her, Mann. Komm doch her, Alter. Ah, da gibt es noch ein Shelter, auch noch. Sehen wir mal da rein, was wir hier so haben. Dieser Dr. Daring, ganz ehrlich, das ist mir echt nicht ganz geheuer. Weg mit dem Zeug, weg mit dem Zeug. Ja, sieht schon besser aus. Danke, danke. Hier geht's noch runter. Das Archiv. Okay. Nee. Was für Ärsche seid ihr bloß? Alter, was ist hier passiert? Ich musste es wissen, dass das alles... Alter, wie assi war das? Nee. Na, okay. Ich glaube... Wir behalten uns das für die nächste Folge auf. Ja. Das war's vom Panoptikon heute. Und ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ich freue mich über alles. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.